Ale ciao, ciao. Ciao. Ein paar Glühwürme sind schon vorausgegangen. Jetzt sieht man übrigens von uns die ersten Bilder mit der Kopfkamera von Walter Uster mit der Stirnlampe. Schon friedlich so am Morgen. He? Das ist also die wunderbare Dämmerung am 14. Juli 1990 mit der Hörnlihütte. Heller Licht. Ich bin froh, dass jetzt losgegangen ist. Wunderschönes Wetter, wirklich. Sternenhimmel auf der einen Seite. Das ewige Mann wartet, macht eben auch. Ganz schwach. Dämmerung auf der anderen. Hermann, was immer. Jetzt gehen wir gerade gegen das Eischloch. Wir haben das zweite Gulvar hinter uns. Wie hoch ist das? Noch nicht wesentlich höher als. Ja, 200 Meter ab der Hütte. Später werden wir dann die Temperatur und auch die Windgeschwindigkeiten vom Heli gemeldet bekommen. Ganz normal. Die Höhe über mir hast du auf deinem Höhe. So, Röbi. Ohne Zögern. Mit der rechten Hand kannst du am linken Bein draufstehen. Und dann noch mal rechts. Und dann bist du oben uns. Ich bin jetzt gerade sicher. Das ist Priska Vogt. Ja. Auch eine von unseren Teilnehmerinnen. Gut. Mit ihrem Bergführer Werner Perren. Sie haben ca. eine Stunde Rückstand auf uns. Oder wir haben eine Stunde Vorsprung. Das wollen wir nicht so genau rechnen. Das kommt auch nicht darauf an. Oh. Sie machen ihr Tempo. Sie sitzt ab. Sie ist offenbar etwas erschöpft, aber es macht nichts. Wir haben gesagt, Sicherheit geht vor. Sicherheit ist das oberste Prinzip. Und dazu gehört auch, dass sich niemand überanstrengen soll. Und für das schauen auch die Bergführer. Das Sicherheitskonzept, das wir aufgestellt haben, das du eigentlich aufgestellt hast, von der anderen Seite, jetzt nicht von den Teilnehmern, wie sieht das aus und was war denn das Wichtigste gewesen? Wir haben natürlich die Standplätze einmal ausgesucht von diesen Kamerastandorten. Wir haben die Plätze auch gesichert. Wir haben die Teilnehmer, also die Kameraleute und die Tonleute, alle mit einem Trainingstag ausgebildet. Das heisst, wir haben sie an die Heliwinde gekriegt, mit dem Helikopter in die Felsen abgesetzt und wieder aufgezogen. Und hier, in diesem Moment, ist jeder Mann, der sich an diesem Berg bewegt, ist in einer Begleitung von einem Bergführer. Beim Absetzen vom Helikopter wird zuerst der Bergführer abgesetzt, als er nachher den betreffenden Mann empfangen kann. Nachher wird er wieder an die Heli gehecht und der Bergführer geht am Schluss. Da kann also nichts passieren in der Hinsicht. Oh, jetzt haben wir 50 Meter. Schaut's gut. Nochmal. Durchstehen. Sollen wir heute auf 40 Meter? Super. Stunstig, aber wunderschön. Dann eben kommt nicht ab sein, ne? Leider. Ja, vielleicht im Verlauf des Tages, weißt du? Aber das ist jetzt also der Ulrich Inderbinen, den man hier im Bild sieht. Ältester Bergsteiger, Bergführer der Welt. Das ist der Beweis, dass er auch aktiv immer noch 4000er, was heisst 4000, 4500er macht. Wir gratulieren ihm ganz herzlich und rufen. Bravo, Ole. Gratulieren, Herr Inderbinen. Danke. Super. Super, Ole. Norbi. Voilà, gerade Nippo. Gesundheit. Bravo. 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 Ja, sicher. Jetzt kommt der schwierige Teil, der anstrengende Teil mit diesen Steigeisen zu laufen. Aber es geht einfach nicht anders, gell, wegen der Sicherheit. Ja, es ist halt jetzt doch ziemlich eis. Und jetzt kommt zum Beispiel gerade so eine Traverse, wo man mit den Steigeisen problemlos drüber kann, aber wo ohne Steigeisen doch heikel wäre, weil eben auf dem Eis. Ich könnte mir mit der normalen Schuhe sehr leicht rutschen. Aber du machst das eben nicht, um mich zu plagen, gell?
Nein, wirklich nicht. Jetzt sieht man im Bild Priska mit dem Werner, die sind offenbar umgekehrt. Priska Vogt von Alschwil und der Werner Perrin, ihren Bergführer.